Aloco ton tamala. Sei gegrüßt. Du stehst in Spartas politischem Zentrum, wo die wichtigsten Entscheidungen der Stadt gefällt wurden. Es ist eine große Ehre. Auf dem Schlachtfeld mögen die Spartaner unvergleichlich gewesen sein. Aber einige Dinge löst man besser durch geistigen Austausch als mit klingenden Schwertern. Nicht viele, wohlgemerkt, aber einige. Spartas politisches System war einzigartig in der griechischen Welt. Während die Athener Stunden damit verschwendeten, zu jammern und ununterbrochen zu reden, fällten die spartanischen Könige ihre Entscheidungen schnell und wohl überlegt. Sie bevorzugten Taten, nicht Worte. Suche mich wieder auf, sobald dein Besuch beendet ist. Dann unterhalten wir uns weiter. Bis dahin. Spartas politisches System unterschied sich von den meisten anderen. Eines der markantesten Merkmale war, dass Sparta von zwei Königen beherrscht wurde. Diese Könige kamen aus zwei unterschiedlichen Geschlechtern, den Eurypontiden und den Agiaden, die angeblich beide von Herakles abstammten. Beide Könige hatten dieselbe Macht. Traten Streitigkeiten zwischen ihnen auf, wurden diese von den Ephoren geschlichtet. Wenn aber einer der Könige charismatischer oder erfahrener war, konnte er die Entscheidung des schwächeren Königs beeinflussen. Spartanische Könige hatten mehrere Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Da sie für ihre Lebenszeit zum Magistrat bestimmt waren, fungierten sie als Priester und als Strategen Spartas. Ihre Pflichten umfassten alles, von der Politik bis zur Justiz. Ursprünglich führten in Kriegszeiten beide Könige militärische Feldzüge. Aber ab 507 vor unserer Zeitrechnung konnte nur noch einer der beiden die Streitmacht anführen. Auf dem Schlachtfeld wurden die Könige von 300 Elitesoldaten beschützt. Aber das Leben des Königs bestand nicht nur aus Arbeit und Kampf, sie genossen auch besondere Privilegien. Spartanische Könige lebten auf Kosten der Stadt, besaßen königliche Besitztümer in den periökischen Städten in der Umgebung und erhielten auch den Großteil der Kriegsgewinne. Wenn sie starben, wurden sie mit besonderen Ehren beigesetzt. Das Volk betrauerte sie in einem Zeitraum von 10 Tagen.
Den Königen Spartas wurden viele wichtige religiöse Ehren zuteil. So waren sie verantwortlich für die Opferungen während der Kriegszüge, aber auch zu Hause. Die Könige erhielten bei allen Gemeinschaftsmahlzeiten die doppelte Fleischration und sie waren die Ersten, die Trankopfer darboten. Weiterhin vollzogen sie als Priester öffentliche Opferzeremonien und erinnerten die Bevölkerung damit an ihre göttliche Verbindung zu Herakles und Zeus. Die Ephoren oder Aufseher waren 5 Archonten, die von der spartanischen Volksversammlung gewählt wurden. Sie waren spartanische Bürger über 30 und dienten ein Jahr lang, ohne danach wiedergewählt werden zu können. Die Ephoren spielten eine wichtige Rolle in der Verwaltung der Stadt und galten als demokratischste Vertreter des politischen Systems Spartas. Sie besaßen richterliche Macht und befahlen auch die Entsendung der spartanischen Armee in Kriegszeiten. Zusätzlich zur Aufsicht über die Agoge, dem spartanischen Erziehungssystem, trafen sie sich und verhandelten mit Abgesandten anderer Staaten. Sie waren zwar nicht so mächtig wie die 2 Könige, hatten aber trotzdem großen Einfluss auf die Angelegenheiten Spartas. Fantasieren, Cleo. Die Gerusia war der spartanische Ältestenrat. Dieser bestand aus den 2 Königen sowie 28 alten Männern, die man Geronten nannte. Bei diesen handelte es sich um Spartiaten über 60. Ab diesem Alter waren die Männer vom Militärdienst freigestellt. Sie wurden von der Volksversammlung auf Lebenszeit ernannt. Die Gerusia kümmerte sich um legislative und finanzielle Themen, ähnlich der Athener Bule. Sie konnte bei der Volksversammlung Gesetzesvorschläge und Anträge einreichen und Entscheidungen mit einem Veto blockieren. Um sicherzustellen, dass das Vetorecht die Volksversammlung nicht schwächte, wurden Ephoren eingesetzt, um die Gerusia zu kontrollieren und das Machtgleichgewicht zu gewährleisten. Das ermöglichte Sparta, mehr Gerechtigkeit in seinem politischen System einzubauen.
Die spartanische Volksversammlung namens Apella wurde aus spartanischen Bürgern über 30 gebildet. Der genaue Versammlungsort bleibt unbekannt, aber der Vorsitz oblag einem besonderen Mitglied der Ephoren, dem eponymen Ephoren. Die Apella besaß begrenzte Autorität, da jede ihrer Entscheidungen von der Gerusia abgelehnt werden konnte. Doch dank der Anstrengungen der Ephoren spielte sie trotzdem eine wichtige Rolle in der spartanischen Gesellschaft. Die Apella kümmerte sich um Dinge wie die Außenpolitik, Kriegserklärungen, Friedensverhandlungen und mehr. Außerdem wählte sie Ephoren und die Mitglieder der Gerusia und konnte Fremden politische Rechte zugestehen oder sie aus dem spartanischen Bürgertum ausschließen. Anders als bei den vielfältigen Funktionen der Athener Volksversammlung sind die exakten Details der Entscheidungsfindung der Apella unbekannt. Wie ich sehe, bist du fertig. Ich hoffe, dass du nun mehr über die inneren Zusammenhänge der spartanischen Politik weißt. Unsere Art des Herrschens war, gelinde gesagt, unkonventionell, aber sie diente unseren Zwecken sehr gut.
Was möchtest du gern tun? Lebe wohl. Mögen deine Reisen sicher und sorgenfrei sein.